Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 64 von unserem Walkthrough. Wir starten hier in den verbotenen Landen. Oder Lande. In der letzten Folge haben wir den Dunkelkavalleristen umgehauen. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Das ist ein kurzes, knackiges Gebiet. Deswegen, wir halten uns jetzt einfach ein bisschen nordöstlich. Da oben ist ein Totenkopf. Dort wollen wir hin. Dafür springen wir jetzt einfach hier hoch. Da ist nämlich Drachenwundfett, was ich eben schon eingesammelt habe. Doch, da muss ich die Folge neu aufnehmen. Das müsste hier sein. Das wollt ihr einsammeln. Danach einfach wieder runterjumpen. Die ganzen kleinen könnt ihr hier eigentlich ignorieren. Wir reiten einfach nur kurz durch. Halten uns weiter nordöstlich. Sowieso, viele Items gibt es hier nicht in den ganzen Gebieten. Also in den ganzen nächsten Gebieten werden wir wenig Items finden. Es sind große Gebiete, die einfach nur, ja, quasi leer sind. Hier ein bisschen vorsichtig sein. Überall die kleinen. Aber wie gesagt, wir werden auch viel ignorieren und einfach immer durchreiten, weil es quasi Zeitverschwendung ist, uns die ganze Zeit mit den Gegnern abzugeben. Wir rennen weiter, dann müsste jetzt gleich noch ein Totenkopf erscheinen, genau da direkt vor uns. Wir wollen hier hochspringen und dann in den Totenkopf hinein. Das müsste ein Dunkelschmiedstein 7 sein, genau. Dann haben wir da vorne einen Samen. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? 3. Okay. Wir brauchen also noch 2 Stück. Und dann weiterreiten. Jetzt kommt ein Boss. Gargoyle. Kennen wir. Haben wir schon mal gekämpft gegen, also sollte kein Problem sein. Unsere klassische Vorbereitung und dann machen wir den Gargoyle platt. Spin to win. Ja, ich dachte, ich krieg einen Hit rein. Das Problem ist, wenn man die nicht ernst nimmt. Ich achte jetzt mal ein bisschen besser drauf. Das war's. Jetzt bekommen wir wieder 2 Gargoyle-Waffen. Tatsächlich sind die anderen, die wir schon bekommen haben, besser. Einfach aus dem Grund, dass wir die anpassen können, die anderen beiden. Und die hier leider nicht. Da ist Holy Damage drauf, was okay ist. Aber bei den anderen Waffen können wir halt sowieso anpassen, so wie wir sie haben wollen. Deswegen würde ich die dann auf jeden Fall eher empfehlen. Ja, rasten wir kurz. Genau, jetzt nehmen wir den großen Lift. Später bekommen wir noch das andere Medaillon. Da können wir dann den anderen Lift quasi benutzen. Da bekommen wir dann die Möglichkeit, hier umzuswitchen, Medaillon heben. Beim anderen heben wir dann einfach das andere und nehmen den anderen Lift. Ich skippe das natürlich. Nochmal skippen und wir sind oben. Gehen wir als erstes nach hinten, südlich. Da müsste Bestienblut auf uns warten. Genau. Und dann reiten wir einfach weiter. Natürlich die Blümchen mitnehmen. Weil Feuerblüte gibt es nur hier oben. Einfach weiter durch, bis wir die Karte bekommen. Wie gesagt, auch hier Berggipfel der Riesen ist kurzes, also ein relativ großes Gebiet, harte Gegner, aber wenig Items. Ihr werdet es gleich merken,
Danach wollen wir weiter zum Ort der Gnade. Und jetzt haben wir hier drüben Shabiri. Mit dem können wir reden. Der wird uns jetzt erklären oder sagen, wo wir quasi die Tür finden für die drei Finger, damit wir zur Flamme werden, das wir schon entdeckt haben. Genau, hört Shabiri ist, glaube ich. Ja. Genau, der sagt uns das quasi. Ich glaube, das war's. Ja. Auf jeden Fall schickt er uns dorthin. Wir würden das da machen, wir würden zur Flamme werden, dann kommen wir hier wieder hin zurück und seine Rüstung liegt dann hier. Also da ist nicht mehr irgendwie zu seiner Questline, als es eigentlich jetzt ist. Deswegen, ihr könnt ihn jetzt ruhig killen, was ich auch machen werde. Einfach, weil wir schon uns die Rüstung holen wollen. Und es ist wirklich nicht mehr, es ist danach keine Questline, die ihr bekommt oder sonstiges. Ihr bekommt da wirklich auch nur seine Rüstung, deswegen haut den ruhig um. Keine Gnade zeigen. Holen wir uns auch Trinas Lilie. Ist da oben noch eine Trinas Lilie? Nein. Alright, von hier aus wollen wir südöstlich zu den Ruinen. Hier haben wir jetzt diese komischen, ja, was sind das, Assassinen? Die hauen rein, die tun weh. Davon sind mehrere, ich kann euch jetzt die mal zeigen, wie viel Leben die auch haben und wie viel Damage die tatsächlich auch machen. Da könnt ihr sehen, also gar nicht so wenig. Au, au, au. Frostbite. Also eigentlich lohnt es sich nicht, gegen die zu kämpfen. Einfach, weil die auch nur 3000 Runen, glaube ich, geben. Wie viele gibst du mir jetzt? 5000, okay, was nicht verkehrt ist. Aber ja, so wird das die ganze Zeit sein. Harte Gegner und irgendwie die Gebiete mit wenig Items gefüllt. Wie auch immer, wir wollen dann hier weiterlaufen. Da haben wir hier drüben nochmal Fleisch. Ah, Sekunde, ich muss mal kurz auf meine Notizen gucken. Genau, danach wollen wir ein bisschen südwestlich einfach hier hoch an den Ruinen. Da bekommen wir dann jetzt gleich ein Spell. Ich werde die jetzt auch einfach ignorieren. Es lohnt sich nicht. Genau, ein Zauber und dann wollen wir hier rechts rum und hier hinten runter. Mein Lämpchen anmachen. Und die haben wir jetzt noch. Eine Klangperle. Jetzt können wir plus 6 und plus 5 unendlich viel kaufen. Also ihr merkt, wir kommen langsam zum Endgame. Sowieso, das sind jetzt die letzten Gebiete, die wir machen werden. Noch aus den Ruinen wieder raus. Und ihr könnt es schon hören, hier ist ein Käfer. Der hängt hier oben an dem Baum. Kurz einmal umdrehen. Dunkelschmiedstein 7. Und danach einfach weiterrennen. Das brauchen wir ja nicht zu berühren. Da kommen wir jetzt gleich eh hin. Schmetterlinge einsacken. Und dann einfach weiter. Hier nochmal die Schmetterlinge. Ups. Das wollte ich nicht. Und dann wollen wir hier jetzt gleich rechts runter einfach. Die killen wir noch. Wir wollen aber hier unten zu den Katakomben. Und wir machen die dann auch als erstes, bevor wir dann nachher dort hinten weitermachen. Katakomben des Riesengipfels. Das Auge der Bestie zittert, auch sehr gut.
Alright. Kurz mal sitzen. Alright. Dann waren wir hier durch. Wie immer. Katakomben. Viele Imps. Ich glaube hinter uns. Ne? Gehen wir zur Lilia und danach wollen wir hier links runter. Vorsicht, Imps. Hm, kommst du oder schmeißt du nur? Du schmeißt, alles klar. Hier zum Lift. Ich weiß gar nicht, ob hier, wie immer, wenn ihr so einen Lift nehmt, kurz vorm Ende könnt ihr ja nochmal runterhüpfen. Ich glaube, hier ist aber nichts gewesen. Nein. Den Lift schicken wir nachher nochmal hoch. Oder den können wir jetzt eigentlich hochschicken. Ihr könnt jetzt sehen, da wird es später weitergehen. Normalerweise würde man Nebel sehen. Das machen wir aber später. Wir machen erst komplett die Katakomben fertig und dann fahren wir noch mal mit dem Lift nach unten. Da, ihr könnt sehen, können wir jetzt aber nach unten fahren. Aber erstmal machen wir den Hauptboss. Und gehen dann weiter. Sekunde. Alright. Hier noch mal ein paar Imps. Au. Gen 6, schön. Nehme ich immer. Vorsicht, Fallen sind hier auch relativ viele. Wir wollen aber erstmal hier weiter zum Lift. Das wollte ich natürlich nicht. Moxketten kann ich auch mal rausnehmen. Werden wir erstmal nicht mehr brauchen. Alright, von hier aus. Töpfe. Kennen wir ja auch. Lass mal nicht leben. Alle Töpfe killen. Wo seid ihr? Ich weiß, ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Da bist du. Das ist der letzte. Genau, von hier aus dann die Treppe hoch. Vorsicht, Fallen. Immer schön außen lang. Hier sind jetzt die explodierenden Töpfe. Also vorsichtig. Killen, danach wegrollen. Au. Oh, Klinge. Eigentlich noch einen großen Topf, oder? Kein großer Topf. Hier wird keine falsche Wand sein, aber wie immer muss ich dagegen hauen. Ganz durch, dann noch Treppe nach oben nehmen. Alright. Jetzt haben wir hier die giftigen Hoden, die überall rumstehen, die könnt ihr ignorieren. Die folgen uns nicht, ist einfach nur, ja. Zeitverschwendung, die zu killen. An den Hoden vorbei. Hier noch mehr Töpfe.
Hier drin haben wir jetzt nochmal einen großen Topf, den wir eigentlich, wenn wir Bock haben, auch mit einer Falle killen können. Ja. Komm, nochmal. Müsste nicht, aber es macht immer Bock, die mit Fallen zu killen. Also. Hier noch eine Gibbertalilie. Und danach wollen wir durch das Fensterchen, genau hier. Ich will hier eine Bulli noch mitnehmen und durch das Fenster. Das kommt uns jetzt wieder bekannt vor. Das ist ganz genau wieder eines von diesen Dungeons, wo alles gleich aussieht, aber nicht gleich ist. Hm, noch einer? Kein Bock jetzt gleich. Überraschung. Lass mich irgendwie überraschen. Wir wollen als erste Sekunde. Treppe mal rum, nehmen Hund vorbei, bei den Töpfen hinten. Spälchen nach unten droppen. Und westlich gehen. Alles klar. Oh, Falle. Ganz nach hinten durch. Und hier haben wir wieder einen Klingenraum. Oh. Hier nochmal einen großen Topf, den wir umhauen wollen. Wieder hoch. Alles klar. Dann gehen wir weiter hoch. Jetzt laufen wir wieder an Hoden vorbei, aber da ist dann ein riesiger Hoden. Daran könnt ihr erkennen. Ah, alles klar, hier waren wir doch noch nicht. Da sehen wir ihn. Könnt ihr aber auch getrost ignorieren. Den können wir auch wieder killen mit der Falle. Spart uns Zeit und Arbeit. Ich glaube, mehr ist hier nicht, nur eine gelbe Talilie. Ihr merkt schon, so unglaublich gut ist der ganze Loot hier nicht. Danach wollen wir wieder durchs Fenster. Jetzt merkt ihr, es ist ein komplett anderer Job auf einmal. Und wir sind wieder da, wo wir eben waren. Wir sind quasi aus dem kleinen Fenster darunter gedroppt. Jetzt wollen wir wieder und dann einfach den nördlichen Weg nehmen. Mit dem Lift nach oben. Kätzchen. Wurzelharz und Gilbertalilie. Danach zurück. Sekunde, war nicht noch was bei der Katze? Mit dem Lift kurz einmal nach unten, danach schicken wir den nach oben und droppen runter.
der auf uns wartet. Stückchen weiter und dann haben wir unseren Hebel, den wir benutzen können und wollen. Goldene Rune 10. Alright. Auf zum Boss. Einfach nördlich. Könnt sehen, da so normalerweise ist da Nebel, man kann nicht nach unten gucken. Ist immer eine ganz gute Kontrolle, um zu sehen, ob der Lift ein bisschen mehr verbirgt. However, wir gehen zum Boss. Wird wieder ein Samenbiest sein. Ihr kennt den Spaß, ihr kennt den Drill. Nichts Besonderes. Au. Ich muss auch mal mein Elixier ändern. Ich merke, dass ich falsches Elixier noch drin habe. Explosion. Ich komme aber nicht weg. Nein. Die Range darauf ist einfach absurd. Sehr gut. Und das war's. Ja, wie immer. Sollte kein Problem sein. Goldene Saat. Jetzt können wir mehr Tallilien kaufen. Die können wir bald auch alle mal abgeben. Dann haben wir unsere Todeswurzel und dann wollen wir natürlich zurück zum Anfang. Aber machen dann natürlich erst den Lift. Dass wir noch kurz nach unten gehen. Da haben wir ein paar Kätzchen, die wir umhauen können müssen. Und kurz ein Level raushauen. Komisches Gefühl, dass wir uns langsam auch dem Ende nähern. Nicht mehr ganz so viele Folgen haben, tatsächlich. Vielleicht noch 20? Dürfte hinhauen. Immer noch schön vier Punkte. Das sieht sehr gut aus. Wir laufen jetzt einfach durch. Die Imps können wir ignorieren. Die haben wir schon umgehauen. Einfach durchrennen. Aua, aua. Wir wollen einfach mit dem Lift nach unten fahren. Ciao. Und dann wieder nach oben schicken. Runter voraus. Nicht nach unten. Ich glaube nicht, dass er nach unten droppt. Weil da haben wir wieder unser Kätzchen. Oh Mann. Oh man. Chill, chill. Lass mich einmal kurz. Nur kurz einmal Luft schnappen. Jetzt können wir kämpfen.
Mann, das kommt immer so fix. Ich hasse Kätzchen. Und der Frostbite tut auch Schweineweh. Ach, wie ich dich hasse. What? Kann ich dich mal staggern? Was ist das denn für eine Hitbox? Oh no. Unglaublich. Unglaublich, wie kacke ich euch finde. Die Attacken immer so plötzlich kommen. Oh ja, das habe ich nicht beachtet. Oh nein. Oh nein. Dafür brauchen wir einen Bogen. Pack mal kurz unseren Bogen aus. Schwarzbogen, ist ja geil. Wir machen noch kurz einmal das andere Ding. Müssen wir beide runter machen, dann können wir nämlich den Bogen wieder aus dem Inventar holen. Dann gehen wir erst hier lang. Hier haben wir jetzt ein paar Ems. Wie denn? Wie erwischst du mich bitte da? Danach zurück. Und jetzt haben wir hier rechts, haben wir falsche Wand mit einem Imp dahinter. Geisterteil-Lidia und jetzt kommt nochmal ein Kätzchen. Ach komm schon, ernsthaft. Oh nein. Ich hasse dich. Großschwert des Bewachers und jetzt sind wir zum Glück hiermit durch. Feuermönch, Asche. Ja, falls ihr einen Feuermönch haben möchtet, könnt ihr das jetzt. Dann können wir hier raus und schlagen uns dann weiter durch. Hier am Gipfel. Okay. Ja, leveln können wir nicht. Dann einfach raus. Jetzt haben wir hier ein paar Feuermönche und einen Dicken. Wir könnten die ignorieren, wenn wir wirklich wollen, aber... Komm, ja, und machen die kurz platt. Dann dürfte das alles hier kein Problem sein. Nur der Dicke ist ein bisschen gefährlich. Weil die Jungs raffen eh nicht wirklich was. Dann haben wir hier Dornbusch. Strafung ist relativ guter Blutungszauber. Aber wirklich nur relativ gut. Es gibt bessere. Jetzt haben wir hier unser Dickerchen. Vorsicht, die Peitsche hat eine unglaublich krasse Range. Lass mich kurz einmal. Wahrscheinlich nicht, ne? Wolltest du mir den Kopfnuss verpassen? Oh nein. Ja, das müssen wir jetzt leider abwarten. Ich will
eigentlich jetzt schon killen, bevor du deinen Rage hast. Droppt leider nichts. Deswegen sage ich, ihr könnt die eigentlich auch ignorieren. Euch die Items hier schnappen und dann weiter durchmarschieren. Dann wollen wir hier weiter. Dort ganz hinten ist ein Riese. Der wird gleich auf euch schießen. Den ersten Schuss können wir auf jeden Fall abwarten. Der müsste jetzt ungefähr seinen Bogen laden gleich. Wenn wir hier oben ankommen. Ab jetzt. Ja. Wir schnappen uns kurz die Items hier um die Schmetterlinge. Dann einfach weiter durch, genau. Fängt daran aufzuladen. Wir wollen uns kurz hier hinter verstecken. Gleich könnte es sein, dass wir getroffen werden. Weil wir die Items da unten haben wollen. Kanone 7. Regenbogensterne. Ja. Ja, komm, steh auf. Aber einmal ist nicht so schlimm. Einmal ist Keimer und danach einfach durch. Und dann hauen wir den um. Ihr könnt den natürlich auch umhauen als erstes, wenn ihr nicht abgeknallt werden wollt. Euch dann die Items holen, aber ja. Wie gesagt, der eine Schuss, der bringt uns nicht um. Was hast du denn für mich gedroppt? Großfeld, alles klar. Brauche ich nicht unbedingt. Dann holen wir uns hier noch das Item. 113 Sekunde. Jetzt haben wir einen Käfer. Hier vorne. Feuerblüte mitnehmen. Hier um die Ecke, Trinas Linie. Baumwolle. Und dann wollen wir auch schon weiter. Wie gesagt, hier leere Gegend. Also wirklich, hier ist kaum was zu holen. Was irgendwie schade ist. Weil es lohnt sich dann nicht, die Leute zu killen. Dann wollen wir hier zum Grace und danach mit Millicent reden. Bla bla bla, Hilfe benötigt. Genau, da werden wir noch zum Helic Tree werden wir noch kommen. Genau, wenn wir mit der geredet haben. Ich würde die Folge jetzt eigentlich beenden, aber wir können vorher kurz nochmal unsere Todeswurzel abgeben, die wir gerade eben im Dungeon gefunden haben. Bekommen wir eine sehr gute Waffe für unsere Holy Gang. Dann machen wir, beenden wir die Folge. Alright. Kurz unsere Todeswurzel hier abgeben. Bestienclown, Großhammer, also wirklich guter Großhammer. Holy Schaden. Wie auch immer, danach können wir zurück zu den Ruinen. Nächste Folge machen wir natürlich dort weiter. Ab da haben wir ein bisschen was zu tun. Wir werden auch die Questline von Haus Vulkan beenden. Vielleicht machen wir dann auch in der nächsten Folge schon den machen wir in der nächsten Folge Riker, also den Boss von Haus Vulkan, weil wir ab da ja die Questline alle durch haben. Das heißt, wir können den dann auch verprügeln, was wir ja bisher noch nicht getan haben. Genau, nächste Folge machen wir auf jeden Fall Berggipfel der Riesen weiter. Wie auch immer, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Also, Leute.